Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, die Sendung ist relativ klein, besteht aber aus mehreren Teilen. Wir haben zum einen eine Karte von Creepfan, die war bei den 7000 Karten dabei, die er mir geschickt hat, aber da waren ansonsten halt bloß irgendwelche Super Rares dabei, die halt wirklich random sind, die ich nicht zeigen brauche. Dann war ein Tausch mit dem lieben Daniel drin und noch eine kleine Kanalspende, die ich erhalten habe. Also quasi ein bunter Mix aus unterschiedlichen Deals und einem Geschenk verpackt in einer kleinen Folge. Am Ende noch möchte ich noch was sagen, beziehungsweise möchte ich noch was ein Angebot machen. Also wenn das interessiert, es geht hier um einige Commons, die ich hier zum Verkauf oder zum Trade anbiete. Der kann gerne dranbleiben. So, jetzt wollen wir aber mal anfangen. Und zwar haben wir von Creepfan noch bekommen den Gookie Donner Ogre. Den hätte ich eigentlich schon vor mehreren Monaten kriegen sollen, hat den immer wieder vergessen. Und es war noch einer beim Tausch vom lieben Daniel mit dabei. Gookie Donner Ogre ist die schönste Gookie-Karte, wie ich finde. Sie geht halt einfach fast gar nichts. 25 Cent oder so. Aber ich finde sie halt optisch einfach hammermäßig und ich habe erst zwei, ich suche die noch auf jeden Fall einige Male, also 8 Mal auf jeden Fall noch. Im Allgemeinen suche ich zurzeit Karten aus den neueren Sets, die Supers und die Ultras, den ganzen bezahlbaren Stuff halt, sage ich mal. Und ja, richtig, genau. Also das sind für mich persönlich schon mal so die Highlights dieser Sendung. Die liegen wir auch gleich zur Seite. Dann Unterterror Behemoth Unterwäldlerin. Auch eine sehr, sehr schöne Karte, ein cooler Drache. Also für mich ist es ein Drache, es ist zwar eigentlich Würmer, aber es sieht halt aus wie ein Drache. Von denen habe ich auch schon ein paar. Eine der coolsten Super Rares aus Sucker Break, was die Optik angeht. Richtig nice. Dann Wendschreckenkern, ja, mein Gott, zu Wendschrecken habe ich glaube ich schon 10.000 Mal was gesagt. Wendschrecken ist einfach ultra geil, ist einfach extrem oldschool. Das Monster ist schön präsent vorne, der Hintergrund, stiehlt dem Monster nicht die Show. Die Monster, vor allen Dingen eben auch der Kern, sind eigentlich total der wirre, zusammengewürfelte, krude Stuss, ja. Wer hier dann halt ein absolutes Fantasieobjekt ergibt, so richtig gruselig und makaber, so wie es halt sein soll, so wie das Ganze oldschoolig halt wirkt. Und das ist wirklich eine der Karten, die am meisten aus dem Thema oldschool wirken. Es gibt nur noch eine Karte, die mir besser gefällt als die hier, und das ist der Wendschreckenkriegsherr. Aber ansonsten ist das meine zweite Lieblingskarte sozusagen aus Wendschrecken. Dann haben wir Wendschrecken Revolution in Super Rare. Dann den Exodiersprecher. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum den alle so hassen. Ja, ich finde den optisch eigentlich richtig cool. Ich habe den noch zweimal in Ghost auf Japanisch. Echt, also ich find den cool. Also ich finde den von der Optik her richtig geil mit diesem schönen Blattgrün. In diesen Gold-Elementen. Okay, natürlich ist der Kopf mal wieder viel zu winzig im Verhältnis zum Körper. Aber das soll mich jetzt nicht stören. Also ich finde das richtig nice. Ich mag die Karte. Ich suche sie auch noch einige Male auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe sie erst einmal. Also in Ultra zumindest. Dann Altergeist Hextia. Ja, auch relativ cool. Altergeist finde ich von Optik her auch recht schön gemacht. Zwei Stück hier. Ich weiß gar nicht, oder die drei sogar. Ich weiß gar nicht, wie viele mir von denen jetzt noch fehlen. Mal gucken. Dann mystisches Ungeheuer Medusa. Ich glaube, von denen müsste ich jetzt insgesamt schon 10 Stück haben. Da kommt dann in einer anderen Folge Neuzugänge nochmal ein paar dazu. Da habe ich hier tatsächlich also 5 Stück von. Den finde ich jetzt von der Optik her. Ich finde den jetzt nicht übermäßig hässlich oder so, aber ich finde den jetzt auch nicht großartig schön. Ist halt ja, ein bisschen random gehalten, würde ich sagen. Aber na gut, ich brauche sie natürlich für mein Vorhaben. Und jetzt haben wir sie hier in dieser Folge schon mal 5 Mal da. Genau, dann haben wir nochmal einen Schreckenkern, und zwar 2 Mal. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die zur Spende gehört. Ich glaube, der eine war gespendet und die anderen beiden habe ich von Daniel. Ich glaube, ich habe das ein bisschen schlecht sortiert. Wäre theoretisch möglich. Auf jeden Fall richtig, richtig nice. Wie gesagt, jetzt habe ich ihn, glaube ich, 4 oder 5 Mal. Ich suche ihn auf jeden Fall noch einige Male. Geht ja nichts, 2 Cent. Und zu guter Letzt haben wir noch 2 gespendete Karten. Und zwar einmal den Cyber Finsternis Dunkelheitsdrache, den ich halt richtig geil finde. Und dann eben ultimativer Kristallkreis vom lieben Paul. Finde ich extrem nice. Was ich natürlich auch noch ganz dringend suche, ist dieses Millennium-äugige Opfer. Ey, das sieht so krank aus. Aber gut, das soll es mit dieser Folge gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid mit dieser Folge genauso zufrieden wie ich. Und jetzt noch zu meinem Angebot.
Und zwar habe ich ja, in letzter Zeit ziemlich viele Comments aussortiert und dementsprechend ist halt wirklich einiges an Bulk abgefallen. Es ist eine Tinbox mit total zerstörten Karten, die gäbe es dann oben drauf quasi, da muss man nichts für bezahlen, nichts für tauschen. Und dann eben noch also 5 oder 6 Tinboxen voll mit Comments, das müssten über 1000 Karten auf jeden Fall sein, die sich alle so zwischen Nirmint und, ich würde mal sagen, Gurt bewegen. Hauptsächlich Oldschool, es sind auch ein paar Tinboxen mit neuen Sachen dabei, weil ich natürlich auch das, was mir jetzt Creep-Fan hier geschickt hat, wird aussortiert. Und da verfallen dann auch noch ein paar Tinboxen, vielleicht fällt noch ein oder zwei Tinboxen zusätzlich an, ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Durchschauen. Man muss allerdings wirklich dazu sagen, in diesen Tinboxen findet ihr keine teuren Commons, zumindest keine, die ich kenne. Ich habe sie weitestgehend aussortiert. Und die teuren Commons, die ich aussortiert habe, die biete ich natürlich auch an, aber halt einzeln, und die habe ich auch direkt hier. Also es sind halt so Mindcrush ein paar, die gehen auch so 1 Euro und 10 Cent vielleicht aus dem einen oder anderen Set. Dann haben wir hier die Manjus, die gehen auch so 2,50 in etwa. Donnerkönig habe ich ja einmal, dann viermal den Grenmanju, ja, ein paar Mal Verlockung der Finsternis, ziemlich viele Monster Reborns, die kriegt man auch noch für 30 Cent das Stück weg, also das sind halt auch noch sehr, sehr viele in Kamen. Genau, dann 2 finstere Kammern der Albträume und Yatagarasu, der geht halt auch nochmal 30 Cent. Das sind dann die einzelnen. Falls ihr da Interesse habt, könnt ihr euch gerne entweder via E-Mail, Facebook, oder eben via YouTube-Message oder auch per Discord melden. YouTube-Message würde ich allerdings nicht empfehlen, da meine Antworten meistens nicht ankommen und weiß nicht, irgendwie funktioniert das System da gerade nicht. So, das soll es gewesen sein. Wir sehen uns dann zum nächsten Video und ich würde sagen, bis dann, macht's gut und haltet die Ohren steif.